Hallo und herzlich willkommen zurück bei Industries of Titan. Oder? Ist es Industries of Titan? Ja. nein, Spaß beiseite. Ich weiß, wo ich drinne bin, aber ihr habt das bei den Folgen zuvor gesehen. Bei die eine Folge, während der Aufnahme, ist es einfach schwarz geworden. Und die nächste Folge, die war auch komplett schwarz. Während der Aufnahme, ohne dass ich es gemerkt habe. Und ja, das heißt, euch fehlen jetzt 23 Minuten. Und um die 23 Minuten jetzt ein bisschen zu erklären, habe ich mal Pause gemacht. Und das machen wir jetzt einfach mal. Hier, der Smokestack, hier wird Müll verbrannt. Hier habe ich mich ein bisschen hierher gearbeitet, damit dass wir da zu dem Dings kommen. Also 20 Minuten, ich meine, ich habe ja angefangen, bis die hier den Müll weggeräumt haben. Hier waren dann Direktive, fünfmal Müll wegräumen und so. Ach, das war ganz schön. Das ist voll Kacke. Mitten in der Aufnahme. Es hat sich nichts geändert. Ich bin hier alles am Aufnehmen. Ich drücke halt einfach nur immer Start, Stopp, Start, Stopp, Start, Stopp. Da gibt es nichts, was ich hier irgendwie verschieben könnte oder was sich da ändert. Einfach Cut. Nö, jetzt mag ich nicht mehr. Nö, jetzt hast du ein schwarzes Bild. Und Ton war da. Also ganz, ganz, ganz kurios. Ich freue mich trotzdem, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir legen jetzt einfach los. Wir geben hier einfach mal wieder hier ein Play-Knöpfchen. Wir geben Attacke. Ja, wir geben Gas. Und ich würde sagen, wir fangen an, unseren Turm schon mal zu reparieren. Auch wenn das Geld kostet so langsam. Aber wir müssen den Turm reparieren. Weil der fast gekillt wurde. Ja, also wir haben jetzt hier auch schon Müll. Ja, da wird verbrannt. Der wird verbrannt. Ist jetzt leider Gottes, es gibt da ein bisschen Toxingedöns. Aber unser Lager wird leer. Unser Lager wird leer. Und mit den nächsten. Was ist complete? Ach so, hier. Ah ja, genau. Ja, ich glaube, ich muss mich hier da den Weg hinbauen zu dieser Node. Das haben wir gemacht, das können wir skippen, aber ich lasse es nochmal einen Moment stehen. Und wir produzieren auch mittlerweile 4 Credits, nicht nur 2. Also das ist auch nach oben gegangen. Und ja, also das ist hier Level 3, Level 3, Level 3. Ist alles nach oben, bam, weiter geht's nicht, nur Level 3. Ja, wir haben 7 von 7. Wir könnten so langsam, wenn wir hier ein bisschen Ordnung geschaffen haben, könnten wir anfangen aufzuräumen. Ja. Um mehr Betten zu bauen. Ja. Damit wir mehr Bewohner kommen und auch halt mehr Angestellte. Oh Gott, geht unsere Kohle geht schnell weg, weil wir das Ding hier reparieren. Kann ich das irgendwie stoppen? Nö. Nö. Oh mein Gott. Ah, ich kann die Reparatur nicht stoppen. Aber der müsste eigentlich aufhören, wenn wir keine Kohle mehr haben. Also von daher sehe ich das jetzt als halb so schlimm an. Zack, zack, wir müssen mal dann hier das noch erforschen. Ja. Und dann mal gucken. Also das ist, 4 Stück sind in einem Fulltime-Job. Was ich nicht verstehe, weil ich habe hier 1, 2, 3 nur in einem Fulltime-Job. Aber gut. Aber gut, nicht schlimm. Gut, dann machen wir hier mal weiter.
Ach, er hier. Eben habe ich auch gesagt, er soll hier. Das ist der vierte Fulltime-Job. Ah ja, okay, gut. Der holt uns die Isotope dauerhaft ran. Und die anderen zwei, die da rumwuseln. Wir haben sieben. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Ja, wo sind der siebte? Fünf haben jetzt einen Fulltime-Job. Also da muss ich noch mal ein bisschen dahinter steigen. So, und ich hab in der letzten Folge habe ich das hier habe ich hin und her geschoben. Ja, mit den Jobs, dass man das war so als ja, guck, hier ist Cleanup Waste, das ist dann ja, Cleanup Waste, das muss schon nach. Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Wenn ich das hier anpacke und verschiebe. Eben habe ich es gerade gesehen, dass das Bild schwarz geworden ist. Okay. Dann, Leute, speichere ich das mal schnell und wir sehen uns direkt wieder, ne? Was? Was war denn das jetzt? Das verstehe. Warum kann ich das nicht verschieben? Was soll das? Das ist Teil vom Tutorial und wenn ich das verschiebe, dann sagt er, ey, nee. Nö. Nö, jetzt dürfst du hier nichts mehr. Jetzt ist. Sehe ich nicht. Komm, starte einfach neu. Gerade habe ich es gesehen, als ich die Rangordnung ändere. Jetzt. Was? Geht es jetzt wieder? Jetzt geht's wieder. Okay. Das verstehe ich nicht. Das kapiere ich nicht. Sorry, Leute. Das ist mir zu hoch. Das ist mir echt zu hoch. Settings? Graphics? Bin ich hier? Fullscreen Borderless? Nee, mach mal auf Fullscreen. Apply. Confirm. Meint ihr, daran hat das gelegen vielleicht? Stopp, 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 nix hier. Was? Du bist. Wie gesagt, ach, da safe and close. Meint ihr, das war's? Ey, das probieren wir direkt aus. Das probieren wir direkt aus. Ob das dann wieder funktioniert, das ist ja völliger Schwachsinn. Erzählt er das als. Gut, da ist noch Pause. Und wenn ich jetzt sage, das hier nach oben, ja, geht sofort das Aufnahmefenster zu. Geht sofort das Aufnahmefenster in schwarz und er nimmt nur noch dieses kleine Ding auf. Was ist das? Was soll das bitte? Was ist das? Oh Gott, ey, Leute, es tut mir leid, jetzt habt ihr zweimal einen schwarzen Bildschirm. Sorry, sorry, sorry. Also wir dürfen merken, für die Zukunft, wir dürfen das nicht verschieben. Das gibt mir ein Rätsel gerade auf. Warum, wieso, weshalb? Wenn ich im Spiel da reinklicke und. Das verstehe ich nicht. Es ist auch nicht schon wieder. Es ist auch schon wieder nicht Fullscreen. Es ist immer noch Borderless Windowed. Verstehe ich nicht. Gameplay, Graphics. Fullscreen. Jetzt bin ich auf dem anderen Monitor. Seht ihr nicht mehr die Maus? Zack, Maus weg. La la la. Was? Okay, cancel. Okay, müssen wir einfach mal. Müssen wir drauf achten. Müssen wir darauf achten, dass wir das nicht verschieben. Wenn das nochmal gewünscht wird oder so, skippen wir das einfach. Aber eigentlich sollte das nicht. Das ist krass, ey. Sobald du das hier verschiebst. Wenn du das hier verschiebst, sagt hier OBS, dann sagt er, ne, tschüss, mag ich nicht. Nö. Nee, kannst du verschieben, was du willst, aber nicht mit mir. Hammer! Hammer, mach das Fenster zu, bevor ich hier aus Versehen noch was verschiebe. Claim. Extract. Claim. Extract. So muss man Artefakte ran ohne Ende. Ja. Unser Müllproblem haben wir, glaube ich, auch. Skip. Haben wir erledigt. Ding steht hier. Ja. Hab ich. Select the smoke stack and assign an employee. Jawohl. They'll automatically start burning any waste stored in the facility. Your other employees will make sure it's packed with things to burn. Once the waste becomes smog, it's not our problem anymore.
Technically, it still is our problem, but we just don't have to think about it for a while. Ah. Enjoy the air while you still can, Founder. Ah ja, okay, alles klar. Mhm, genau. Genieße die Luft, solange du kannst. Das ist für Apple, oder? Wie ist er nicht? Kommt der jetzt? Was ist denn das für ein Speicherstand? Hier ist noch gar keiner drin. Aber okay, dann zählt das jetzt vielleicht. Ja. Dann wird das hier gleich gemacht, die Direktive. Okay, dann haben wir hier die Ruinen. Claim. Können wir immer noch extract. Das geht nicht. Cannot several rooms outside of command area. Build command centers to expand your control. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben genügend, oder? Wir claimen jetzt hier das Land, dass wir einfach die Ressourcen haben. Und dann hier vielleicht auch ein Command Center hinbauen können. Das ging jetzt ganz schön ins Geld. Also in ihr wisst, was ich meine. In Einflusspunkte. Ja genau, jetzt läuft es. Lief ja schon die ganze Zeit. Warum auch immer das. Ich habe keine Ahnung. Verstehe es nicht. So, brauchen wir denn, um die Dinger hier zu bauen, brauchen wir denn da... Was hatte ich gesagt? Wir machen links ein Fuel Depot, gell? Fuel Silo. Ach, das muss ich erst noch... Das muss ich erst noch freischalten. Witzig. Was soll ich bauen? Office? Nee, was soll ich? Build Command Centers. Wo baue ich denn Command Centers? Ach da, Command Center. Ah, okay. Okay. Okay, ja, machen wir dann. Machen wir dann, wenn wir soweit sind. Wir müssen erstmal... Jetzt müssen wir echt erstmal... Oh, das war ein kleiner Fehler. Da muss ja auch einer rein, der das Ding bedient. Scheibenkleister. Okay, passt auf, dann bauen wir Power. Ach, das mal. Ja gut, komm, dann reißen wir das erst ab. Dann gucken wir, dass wir hier. Was kostet das Upgrade? 2 Isotopen, die habe ich. Upgrade die Factory. Und dann würde ich nämlich sagen. Wir fangen an, irgendein Stockwerk. Das hier zum Beispiel, Dismantle, Tschüssikowski. Zu demontieren. Was ist. Das ist halt die auch so. Fuel Storage, ne? Können wir mal dismanteln. Weil das Ding ist voll. Ja, so. Dürfen nicht zu viel machen, aber weil ich da, ich kann ja ich darf ja hier die Aufgabenliste nicht brit. Was ist denn 7 von 5? Hä? Okay. Alles klar. Keine Ahnung, was das ist. Was machen die jetzt hier? 2 Job Construction. Okay, machen 2 Stück das bauen. Ne, 3 Leute. 3 Leute. Dismantles, okay, sind 3 Jobs. Bauen sind 2 Jobs. Warum sind denn Bauen 2 Jobs? Ich habe doch nur einen Job. Was? Hier ist noch so ein Gebäude. Zack. Ja, okay, also wir brauchen Los Creditonos, damit wir... Ach, wir haben nur noch 2 von denen. Warum haben, ach, weil das hier das Gebäude deaktiviert ist. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt müssen erst die Ressourcen geholt werden. Pause. Mach mal Pause, das ist nicht so wichtig. Macht mal... Wir holen die jetzt trotzdem erst die Ressourcen hier alle her. Weil dann können sie es auch weiterbauen.
Die holen die Ressourcen trotzdem erst her. Oder? Oder waren das jetzt nur die Befehle, die schon gegeben waren? Ja, wunderbar. Das wollte ich doch. Das wollte ich doch. Hier ist Pause. Das Ding schnell fertig gemacht, damit wieder Credits produziert werden. Weil ich muss meinen Turm immer noch reparieren. Und ich habe das. Ja, mach erstmal das Ding hier, damit die wieder hier anfangen. Ja. Ich habe im Moment nicht 7 von 7, sondern 7 von 5 quasi, also 2 deaktivierte, weil dieses Gebäude hier jetzt gebaut wird. Das stand ja da, wenn das unter Construction ist, passiert da nichts. Deswegen muss ich hier das dritte Level jetzt mal machen. Und dann würde ich sagen, wir können hier resumen, dass die hier weitermachen. Weil das ist jetzt fertig, die Factory Level 3, wunderbar. Sauber und wieder am Strom. Nice. So. Ja, das ist klar. Habitat Pod. Aber die wandern, die fliegen eh hier aus der Dings raus. Die fliegen hier eh aus der Fabrik raus. Der Fabrik wird nur produziert im Headquarter. Da können die von mir aus wohnen. Da ist mir das dann egal. Oder können wir hier. Ja, Residential können wir auch. Population Space plus 5, okay. Population Space plus 5, dann müssen wir hier die Wohnhäuser bauen. Das sind die Wohnhäuser. Dann würde ich sagen, wir bauen dann mal eins, oder? Hier neben die Fabrik könnten wir das ja mal bauen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier... Los Créditos. Also vielleicht haben wir dann auch gleich kein Fuel mehr, ne? Das muss ich jetzt mal gucken. Weil die ja hier den Auftrag gekriegt haben, das Ding zu... Okay, sie haben es aber noch nicht... Okay, sie haben es noch nicht gemacht. Okay, sie haben es noch nicht angefangen. Aber hier wird ja nichts mehr produziert, ja? Und unser Tank ist immer noch voll. Also können wir echt... 215, wie viel brauche ich denn? 405, 420... Das ist ganz schön teuer, weißt du das, mein Freund? so langsam fängt es an, du musst echt drauf achten, was du hier so machst. 71, der Müll geht runter. Okay, das heißt, das ist wieder ein bisschen im Gleichgewicht. Das Müllding muss nicht, also unseren Smoker muss nicht abgegradet werden. Guck, hier ist auch gar kein Müll, also wenn der nichts kriegt, wird er nichts verbrannt. Das geht. Population 3% ist noch okay, das ist gut. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ja. Vielleicht geht es auch runter, vielleicht darf der gar nicht dauerhaft an sein, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Also ich weiß, wenn ich ihn upgrade, dann brauche ich schon 2 Mitarbeiter. Was? Aber 12 Isotopen, ne? Ist natürlich schneller als abbauen und ich hätte Bauplatz. Ach komm, weg damit. Ist jetzt einfach mal so. Gehen Mineralien und Isotopen. Ja. Komm. Weg damit. So, was ist denn hier mit dem Türmchen? Ich wollte es gerade sagen, der müsste jetzt auch mal so langsam anfangen zu bauen, oder? 27. Was läuft der auf den Weg? Lauft quer hier rüber. Zeit ja viel schneller. Was soll das?
Nee, Jungs, alles gut. Alles gut, ihr macht einen tollen Job. Ach hier, Pollution 1%. Ach ja, 1%, 2%. Ach ja, das ist ja okay. Ja, nice. Nice. So, 287. Ich sag dem jetzt Status. Wo sehe ich denn, wie viel? Ich würde gerne wissen, wie viel er... Ach, der HP 61 von 90. Oh, das ist nur so 2/3. Zwei Drittel ist böse. Wir brauchen erst Wohnhäuser. Ganz ehrlich, wir brauchen erst Wohnhäuser. Wir brauchen erst mehr Angestellte, bevor wir hier irgendwas machen. Aber... Ihr habt es bestimmt schon erraten. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Habt eine schöne Zeit. Bleibt zu Hause, wenn ihr könnt. Bleibt gesund. Tschüss.